Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Play Faster Than Light featuring Let's Ask Günther Shadow. Immer noch ein Teil meines 800 Abonnenten-Specials, wo ich Fragen von euch beantworte und wo ich mich immer drüber freue, wenn ihr mir Fragen zuschickt. Und das könnt ihr immer noch machen, das mache ich die ganze Woche auf jeden Fall. Und wenn ihr danach noch Fragen habt, von mir aus machen wir auch noch. Ist überhaupt kein Ding. Wir sind im vorletzten Sektor erst, angenehmerweise. Oh, und da ist ein Store und da fliegen wir mal als erstes hin, bevor wir irgendwas an unserem Schiff rumfrickeln, würde ich sagen. Weil wir haben momentan 325 Scrap, das ist eine ganze Menge Holz. Und da können wir was mit anfangen. Ja, er hat noch eine Heavy Iron Cannon. Ist ja geil. Firebomb, die ist ja ziemlich cool. Da würde ich sagen, verkaufen wir die für die Hull Missile. Eine selbst teleportierende Bombe. Die explodiert, Crewmitglieder beschädigt und Feuer verursacht. Kann auch das eigene Schiff anzielen. Dann haben wir die Breach Missile, die ein bisschen stärker ist und Hüllenbrüche verursacht. Die können wir uns aber nicht. Das wird nur eine Sache, die ist relativ teuer. Wir könnten uns noch eine Heavy Iron holen. Dann hätten wir noch eine weitere Strahlenwaffe, mit der wir ein gegnerisches Schiff bombardieren bzw. beschießen könnten. Es ist noch so ein. Ich würde gerne aber trotzdem die Raketen, die wir haben, irgendwie einsetzen. Wir haben momentan 20 Stück. Die Hull Missile ist auch nicht so schlecht. Das Problem ist natürlich, dass wir bei denen immer nicht genau wissen, ob sie gegnerische Verteidigungsdrohnen durchdringt. Ich weiß aber auch nicht genau, ob das für. Ob das halt für die Bomben gilt, ob die Drohnen diese Bomben nicht irgendwie auch abschießen können. Also es kann auch mal passieren, dass man diese Bomben daneben teleportiert. Leute, es ist jetzt so eine Gretchenfrage. Ich weiß es nicht. Ich freue mich, wenn ihr mir was dazu sagt. Wir verkaufen jetzt mal diese Hull Missile. Breach wäre natürlich noch eine Option, aber Firebomb, das klingt halt schon irgendwie cool. Und das Ding holen wir uns jetzt mal. Und jetzt weiß ich auch, was hier zu tun wäre. Wartet mal. Wir müssen unser Waffensystem upgraden und wir brauchen mehr Power. Momentan können wir zwei Verteidigungsdrohnen, eine Verteidigungsdrohne und eine Anti-Ship 1 produzieren oder eine Anti-Ship 2. Wir könnten jetzt hingehen und eine Anti-Ship 1. So, das wollte ich nur sagen. Wir könnten jetzt hingehen und da noch ein bisschen was dran rumbauen, aber ich würde sagen, wir upgraden unsere Waffensysteme und unsere Power und aktivieren noch zusätzlich die Firebomb. Und jetzt können wir jumpen. Wir kriegen ein Distress Signal. Da springen wir mal hin. Und da ist also ein Schiff, das sich in einem Asteroidengürtel befindet und es sieht aus, als wäre es von Piraten. Ich würde sagen, wir schießen mal diese Felsen kaputt und versuchen das Schiff zu befreien. Und wir werden schwer beschädigt und kriegen 30 Schaden. Yeah, zurück und Schiff reparieren, würde ich sagen. So ein Scheiß, ey. Store, fix all. Zack, wir sind wieder arm. Herzlichen Glückwunsch. Wir brauchen definitiv keinen Sprit mehr. Oh, und die Rebellen kommen jetzt schnell näher. Das war überhaupt nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Wir springen mal hier rüber. Wir kriegen für die letzte Mission auch nochmal 10 Sprit. Wir finden eine Anti-Ship-Drohne Mark 1 und nochmal 33 Scrap. Das ist ja eine coole Sache. Dann gehe ich jetzt mal gerade hin. Zeig mir mein Equipment und nimm mal die Anti-Ship 2 raus. Dann habe ich nämlich mal. Ja, das können wir mal probieren. Dann jumpen wir mal weiter. Was haben wir noch hier? Hier könnte sein, dass sich ein Schiff aufhält. Fliegen wir mal hin. Und es ist ein fettes, fettes Mantis-Schiff. Ich würde sagen, wir testen das mal mit zwei Anti-Schiff-1-Drohnen. Feuern direkt auf ihren Teleporter. Und schicken mal die Feuerbombe in ihre Schilde. Ja, die greifen direkt an, ist klar. Okay, Rock Dude, du gehst hier hin. Unser Mantis geht auch mal hier hin. Greif sie an. Ich glaube, das hat geklappt.
Ja, jetzt sehen wir das auch hier. Doch, schalt die mal ein, aber mach das mal weg. So, Schilde sind down. Schießt auf seine Schilde. Rock Dude, geh mal. Nein, nein, nein. Oh, shit. Ich hatte nur die 3 aktiviert. Oh, leck. Hätte ich jetzt beinahe das Ding in mein eigenes Schiff reingeballert. Geh mal hier rüber. Er teleportiert schon seine Leute wieder zurück. Gut, alles klar. Geh mal kurz in die Med Bay. Wir kriegen einen Punkt Hüllenschaden, tatsächlich. Ich schieß mal hier auf sein Waffensystem. Das ist ein ganz schön fieser Burst Laser. Oh, krass. Gut, wir haben ihn deaktiviert. Oh, er hat unsere Anti-Schiffsdrohne abgeschossen. Die eine zumindest. Okay. Krasser Shit. 49 Scrap, ein Drohnenteil und ein Sprit. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, nur mal so, der Vollständigkeit halber sollten wir uns verbesserte Türen holen und die sind halt auch so billig. Da sind wir gerade 180 für die nächsten 2 Drohnenstufen. Das machen wir, glaube ich, noch. Ja, so lange werden wir es wohl auch noch überleben. Hier gibt es ein Distress-Signal. Können wir dann da hoch? Ja, müssten wir. Springen wir mal hin. Oh. Ein Soltan-Schiff, das uns angreifen will. Power die Feuerbombe. Er hat hier krasse Beam-Attacks am Start. Die Verteidigungsdrohne und die Anti-Schiff 1. Und mit dem Einsatz schießen wir natürlich wieder auf sein Schild. Hiermit auf seine Waffensysteme. Meine Feuerbombe ist gleich fertig. Die platzieren wir mal in seiner Drohnenkontrollstation oder an Bord der Waffensysteme. Er wird wahrscheinlich niemanden bei den Waffensystemen haben, deswegen platzieren wir sie mal, niemanden bei den Drohnen haben, deswegen platzieren wir sie mal dort. Schade, ist nicht angekommen. Unsere Schilde halten das Ganze recht gut aus. Wir werden die Bombe auch nicht mehr brauchen, denke ich. Waffensysteme sind disabled. Ja gut, die nächste Frage kommt von Tobi Plays. Er fragt, ob ich ein Let's Play zu Europa Universalis 3 mache. Und ich will das an der Stelle einfach nur nochmal beantworten. Oh, 7 Raketen. Das ist eine ganze Menge. Aber 7 Raketen. Brauchen wir so viele Bomben? 2 Drohnenparts sind natürlich gut. 33 Scrap. Nein, wir akzeptieren das nicht. Deaktiviere die mal und hol mir noch eine Anti-Schiff-Drohne. Und schieß mal auf den Antrieb. Gut, okay, wie viel Scrap kriegen wir? Komm, komm, komm. 40 Stück bitte. 58, geil. Okay. So, nochmal Drohnen gemaxt. Und dann powern wir mal gerade die Firebombe runter. Jumpen hier hoch. Wir müssen nämlich aufpassen, dass die Rebellen uns nicht abfangen. Ja, und dazu wollte ich also sagen, Mantis-Teil. Wir greifen das Schiff an und wir setzen alle Drohnen ein. Dafür kriegen wir ein Achievement auf die Schilde und auf die Waffensysteme. Ah, er greift uns. Ah, hol mir den Jungen dazu. Ja, und die Sache ist ja die, ich wollte es nochmal sagen, Europa Universalis 4 kommt doch, meine ich, demnächst raus.
Und dann werde ich ein Let's Play vermutlich dazu machen, aber auch sowieso erst nächstes Jahr. Ich bin dieses Jahr mit Let's Play-Projekten ausgebucht, werde das also nicht schaffen können. Ich bitte euch da einfach nochmal um Geduld, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis ich solche Spiele nochmal weiter zocken kann. So, jetzt müssen wir die Türsysteme upgraden. Fliegen wir hier hin, dann dahin und dann dahin. Oder hier hin und dann dahin. Wie weit sind die nächste Runde? Hier vermutlich, ne? Wir fliegen mal hier hin, dann sehen wir es ja. Ja, also wie gesagt, das wird noch ein kleines bisschen dauern. Oh, ein Engie-Schiff. Ah, das sind wieder diese komischen Leute. Ja, wir sagen mal. Wir erklären, dass wir freundlich sind. Oh, wir kriegen zwei Sprit. 37. Antischiffsdrohne Mark 1. Noch eine. Ist ja witzig. Okay. Wir finden leider keinen Store mehr, habe ich den Eindruck. Nächste Runde sind die wahrscheinlich schon auf dem Exit-Teil. Also springen wir rüber. Schade. Müssen wir jetzt schon abhauen. Also nächstes Jahr geht's mit Europa Universalis los, denke ich. Ja, wir brauchen keinen Sprit. Ja, es wäre knapp geworden. Wir hätten es, glaube ich, nicht mehr geschafft, oder? Ja, wir hätten es, glaube ich, noch geschafft. Ganz knapp. So, The Last Stand. Diesmal mit der IRS. Quasi mit der IRS The Cork Gin. Und mit XCOM 2812 OW. Rap the King wurde leider gemördert. Deswegen können wir leider hier jetzt nicht mehr mit ihm ins letzte Gefecht ziehen, aber eine kurze Minute des Gedenkens noch an Captain Rap the King, der heldenhaft hier gestorben ist für das Wohl der gesamten Mission. Ja, und dann habe ich noch eine Frage bekommen von IceTubeXD, glaube ich, oder IceTubeXt oder sowas. IceTubeXD, glaube ich, heißt es. Er hat gefragt, wie alt bin ich? Nochmal zur Info. 31 und ich werde dieses Jahr 32. So, was holen wir uns? Die Türsysteme haben wir geupgradet. Was wichtig ist. Die Schilde können wir nicht mehr upgraden. Engine könnten wir upgraden. Medbay könnten wir noch upgraden. Sauerstoff ist auch nicht so ohne. 50 hierfür, 35 hierfür und für die Sensoren vielleicht noch was? Ich würde sagen 50, 50, 85, 90, haut nicht hin, 120. Okay, dann machen wir so. Sauerstoff, Medbay und Power für den Reaktor. Denn ich denke, wir haben das Problem mit Hüllenbrüchen, sobald diese Invader-Drohnen uns angreifen in der zweiten Stufe. Und dann brauchen wir viel Medbay-Power und dann brauchen wir auch O2 zum Nachregenerieren. Machen wir mal die Firebomb an. Frage ist, nehmen wir die Antischiffsdrohnen Mark 1 oder nehmen wir die Antischiffsdrohne Mark 2 nochmal rein? Ich glaube, wir versuchen es mal mit den zwei Antischiffsdrohnen Mark 1 und wir jumpen mal. Hier gibt es eine ganze Menge Holz, wo wir hin könnten. Das Rebellenschiff ist diesmal ganz weit hinten. Ja, hier könnten überall Schiffe in der Nähe sein. Also versuchen wir, die Route hier oben lang zu nehmen, dass wir auf dem Rückweg noch eine der Reparaturstationen mitnehmen können nach der ersten Angriffsphase. Das wäre, glaube ich, recht wichtig. Ja, hier bleiben wir natürlich ruhig. Wir holen uns noch einen Energiepunkt. Ach nee, wir kommen hier gar nicht weiter. Dann fliegen wir mal hier runter. Oh shit, hier sind schon Rebellen am Start. Oh fuck, ist der übel ausgerüstet, Alter. Ionenblaster auf die Schilde, auf die Waffensysteme. Sobald du fertig bist, am besten auch auf die Waffensysteme.
Eindringlinge, ja, komm mal hier rüber. Mit der Medbay und den besseren Türen müssen wir das jetzt aber ganz gut schaffen. Er hat mir eine Schiffsdrohne abgeschossen. Er hat mir meine Sauerstoffversorgung lahmgelegt. Du dummes Arschloch. Musst du reparieren. Meine Feuerbombe schieße ich in sein Waffensystem. Ah, die geht natürlich voll daneben. Wo hat er hingeschossen? Ich brauche jemanden an den Schilden und ich brauche noch jemanden hier im Raum. Und das Doofe ist jetzt, ich wäre normalerweise einfach abgehauen und hätte da gar nicht mehr großartig viel gemacht. Aber so. Ja. Okay, sie sind abgehauen, gut. Dann schick mir den Engi hier rüber. Rock Dude, du gehst hier oben hin und hilfst. Denn ich muss schnell meine Waffensysteme wieder reparieren. Ja, sehr nice. Okay. Dann schießt du konstant auf die Waffensysteme, du konstant auf den Schild. Okay, Sauerstoffsystem funktioniert wieder. Der Engi geht hier hoch. Der Rock-Kumpel bleibt da in der Nähe. Jetzt hat sich's auch wieder ausgezahlt, dass wir unsere Systeme so gut gepowert haben. So, der geht ins Drohnensystem rein. Brauchen wir die Feuerbombe noch? Ich glaube nicht mehr. Wir haben sie jetzt eigentlich ziemlich an den Eiern. Ja, sehr gut. 44 Scrap bekommen wir. Wir jumpen mal hier runter. Dann holen wir jetzt noch die besseren Türen, denke ich. Intelligente Lebensform in der Nähe eines Planeten. In unserer Database gibt es aber nichts. Suchen wir noch mal gerade nach. Lifeform Planet. Faster than Light Investigate. Ich google gerade. Okay, Es kann passieren, dass man ein Crewmitglied verliert. Oh, krass, wenn wir jetzt hier einen Schneckenmenschen dabei gehabt hätten, dann hätten wir ein Crewmitglied bekommen. Okay, ist die Frage. Man kann tatsächlich noch ein Crewmitglied kriegen. Ich kann es jetzt nicht riskieren, einen zu verlieren. Das wäre viel zu dramatisch. Bitte pump mal meinen Oxygen wieder auf. Genau, pump den jetzt nochmal eins runter. So. Sensoren oder nochmal Medbay? Healing Boost wird verdreifacht. Antrieb wegen Ausweichen? Nee. Schilde sind zu teuer. Wir nehmen die Medbay. Okay, springen wir mal hier hin. Oh, der hat ein Tarnsystem. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Verteidigungsdrohne. Wir nehmen auch zwei Angriffsdrohnen. Okay. Wir schießen auf seine Waffensysteme natürlich.
Gut. Gut, Waffensysteme sind fast down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Zwei Raketen, ein Drohnenteil, 73 Scrap. Dann holen wir uns jetzt noch die besseren Türen vielleicht. Oder holen wir uns nochmal das bessere Sauerstoffsystem. Ich würde mal sagen, wir kriegen ja, wenn wir die erste Phase mit dem gegnerischen Schiff überstehen, bekommen wir auch nochmal Scrap. Wenn wir das jetzt für 25 ausgeben, für die Sensoren, die wir mal nehmen, damit wir wissen, wo wir unsere Feuerbombe hin platzieren müssen, dann können wir nachher immer noch das andere System kaufen. Ja, toll. Und jetzt muss ich zur Repair Station. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Jetzt werde ich halt hier repariert, aber ich habe nichts davon. Ich krieg 5 Raketen und noch ein paar Drone Parts. Okay, wir können hier hinfliegen und das Rebellenschiff abfangen. Wir machen das. Den ersten Kampf sollten wir eigentlich überleben. Und dann habe ich noch hier eine Frage von IceTubeXD. Der hat mich noch gefragt, wie lange ich noch vorhabe, LPs zu machen. Und da kann ich an der Stelle natürlich sagen, ja, das werde ich noch eine ganze Zeit lang machen. Also bestimmt noch ein Jährchen oder zwei, aber eher länger. Also es macht mir einfach großen Spaß und ich werde da auf jeden Fall auch beibehalten. Und es ist mein Hobby und so ein Hobby macht man ja auch in der Regel immer ein bisschen länger, ja. Ich habe also auf jeden Fall noch vor, das eine Zeit lang zu machen. Definitiv. Okay. Wir haben noch genügend System Power übrig, falls eins ausfällt. Also holen wir uns jetzt erstmal nur die Drohnen. Und, oh, warte, Moment mal, machen wir Autofeuer aus. Warum laden meine Waffen nicht hoch? Okay. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Waffenfeuer auf. Probleme werden auf jeden Fall seine Raketen werden. Aber seine Schilde natürlich auch. Versuchen wir hier die Raketensysteme auszuschalten. Okay, unser Antrieb wird beschädigt. Aber die Hüllen halten Stand. Die Feuerbombe schieben wir ihm hier in das System, würde ich sagen. Okay. Das hat ganz gut geklappt. Denn ich kann es mir nicht leisten, dass er also hier mit seinem Ionenstrahl meine Systeme nacheinander lahmlegt. Oh gut, die Raketen sind daneben. Ja. Ich hoffe, er schafft es nicht, das Feuer zu löschen. Doch, er hat es geschafft. Nee, jetzt ist er tot. Gut, dann hat er Feuer da in dem Raum. Dann wird das System irgendwann den Geist aufgeben. Er repariert hier. Das ist der Laser. Stimmt. Sie werden bestimmt noch was dazu sagen. So, da bin ich wieder. Also ich habe mich dafür entschieden, hier noch eine Brandbombe reinzujagen, da die Systeme nochmal kurzfristig mit unserem Ionenblaster Alarm zu legen, seine Schilde nochmal zu attackieren. Da ist jetzt auch Feuer drin. Sehr gut. Okay. Die schwere Ionenkanone schießen wir hier drauf. Er kommt durch die Schilde. Oh nein, er hat die Schilde beschädigt vorhin. Und ich hab's nicht mitgekriegt. Verdammte Kacke. Oh fuck.
Wie kam der jetzt durch die Schilde durch? Fuck. Hat er die Sensoren ausgeschaltet? Okay. Ja, dann komm, Feuerbombe hier rein. Die schwere Ionenkanone scheint ja irgendwie nicht getroffen zu haben. Dann greift die Systeme an. Genau. Repariere die Schilde, aber ganz, ganz fix. Antrieb ist außerdem auch etwas beschädigt. Schilde sind wieder fit. Gut, dann repariere den Antrieb. Ich muss das... Ah, ich habe das Autofeuer ausgemacht, oder was? Vermutlich. Vermutlich lag es daran, weil ich das Autofeuer ausgemacht habe. Und die Ionenkanone hat irgendwie einmal daneben gefeuert oder so. Krass, ich bin so ein Dödel. Ich muss jetzt im Endkampf muss ich jetzt echt mal aufpassen. Warum? Wie macht er das? Der kommt mit seinem Scheißbeam immer wieder durch. Das kann doch nicht wahr sein. Schick mir da eine Bombe rein. Gut, also beim nächsten Mal hat er die Ionenkanone schon mal nicht mehr dabei. 31 Scrap, 2 Fuel, 1 Drohnenpart. Okay. Wir können zur Repair Station jumpen, was wir machen sollten. Einfach nur, weil die Repair Station nachher den Rebellen gehören wird. Und hier kriegen wir nochmal ein bisschen was an Zeug. Und jetzt haben wir nochmal 69 Kröten. Ja, Sauerstoffsystem oder Türen? Ich habe nicht vor, meinen Piloten vorne rauszuholen, deswegen gehe ich jetzt nicht auf das Piloting-System. Wir nehmen die Türen. Die sind echt nur mal ganz sicher. Und jetzt können wir sogar noch einen Punkt Piloting nehmen. Also machen wir das. Und jetzt kommt Phase 2. Stellen wir noch einmal das Rebellenschiff. Jetzt wird's richtig ungemütlich. Jetzt kommt nämlich die... Jetzt kommt nämlich das Drohnensystem dran. Und Frage ist, sollen wir direkt versuchen, hier alles auf seine Drohnensysteme zu jagen, was wir haben? Ich würde sagen, ja. Versuchen das auf jeden Fall. Aktivieren wir unsere Verteidigungsdrohne. So, jetzt ist hier sein Bot angekommen, der uns jetzt angreift. Das müssen wir aber schaffen mit der besseren Medbay, die wir auch nochmal um einen Punkt powern können. Und ich denke, wir gehen mal noch einen Punkt hier runter mit dem Antrieb und holen uns dafür noch die verbesserte Medbay, damit wir die Leute heilen können. Gleich ist auch hier die erste Bombe fertig. Die schicken wir ihm. Die schicken wir ihm hier in diese Strahlenkanone, glaube ich, oder in die Raketen. Beides wichtige Systeme, die wir ausschalten müssen, halt auf jeden Fall. Mist, die ging daneben. Das darf natürlich eigentlich nicht passieren, ne? Ja, fiese Sache. Und ich muss mal kurz pausieren. Bin gleich wieder da. So, Leute, ich bin wieder zurück. Und ich zitter schon, hab nervösen Brechdurchfall. Wie werden wir wohl dieses Schiff hier vernichten können. Ich habe mich übrigens gerade dazu entschieden, die Firebomb hier reinzusetzen, denn ich glaube, er wird uns auf jeden Fall mit diesem, mit seiner Drohne, die er noch hat, und mit dem Burst Laser die Schilde runterschießen und dann können wir eigentlich nicht zulassen, dass er mit seiner Strahlenwaffe da irgendwie drauf knüppelt. Deswegen machen wir mal weiter. So, wir powern jetzt übrigens die Medbay einmal runter, powern dafür Antrieb und Sauerstoff wieder hoch. Und er hat uns ganz schön erwischt, übrigens unter anderem im Drohnensystem. Das können wir natürlich nicht zulassen, wir brauchen unsere Verteidigungsdrohne. Ganz schnell wieder oben. Und lauf mal hier hin und mach mal die Türen auf. So, ja. Aha. Das Drohnensystem, das muss schnell wieder funktionieren.
Was jetzt, ich sehe jetzt dummerweise nicht, ob er schon aufgeladen hat. Es sieht so aus, als wäre diese Waffe schon aufgeladen worden. Schicken wir ihm vielleicht die Bombe doch ins Drohnensystem. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, was das dieses Power Search ist. Denn ich habe noch gar keine Ahnung. Das muss doch irgendwas Fieses sein. What does it do? Wir müssen es nochmal suchen. Faster than light. Power Search detected. Ich will wissen, was das Schiff macht. Ah, heavy lasers everywhere steht hier. Oh, okay. Das ist natürlich eine fiese Sache. Gut, momentan halten unsere Schilde noch stand. Unsere Bombe scheint getroffen zu haben. Gut, jetzt ist sein Drohnensystem schon mal in Brand geraten. Der nächste geht auf den Beam. Und obwohl, wir können weiterhin drauf schießen. Vielleicht mit dem Heavy Iron, wenn wir das Ding da ausschalten. Und ich muss meine zweite Anti-Schiff-Drohne hochkriegen. Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade ein bisschen langsamer mache, aber ich muss mir das genau angucken. Okay, ah, nee, das hätte ich besser nicht machen sollen. Jetzt ist hier momentan die Hülle stark beschädigt. So, Willow geht runter. Hilft hier unten mit. Sein Drohnensystem funktioniert wieder. Das geht natürlich nicht. Ja, das müssen wir jetzt ganz schnell ausschalten, bitte. Mit der nächsten Anti-Schiffsdrohne natürlich. Jetzt wird er gleich Raketen abfeuern. Oh, und sein Laser ist fertig. Au, 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 au. Wie geht das hier weiter? Wie geht das hier weiter? Leute, Leute, Leute. Wir müssen die Hülle reparieren. Sensoren sind ausgefallen. Er hat es tatsächlich wieder geschafft, mit seiner Strahlenkanone zuzuschlagen. Und er würde uns jetzt hier durch die Hülle durchsensen. Oder hier vielleicht sogar in die Medbay rein. Endgefährlich. Sein Drohnensystem scheinen wir aber trotzdem wieder ausgeschaltet zu haben. Und jetzt guckt euch das mal an. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Der hat noch alle Drohnen am Start, obwohl wir es ausgeschaltet haben. Es ist beschädigt. Wir feuern mit unseren Ionenkanonen drauf. Ich finde das extremst scheiße. Jetzt könnten wir so eine System Repair Drone gut gebrauchen. Unsere Schilde kommen aber langsam wieder hoch, gehen aber auch direkt wieder runter. Jetzt kommen gleich die Raketen dazu. Oh, fuck. Dann vielleicht doch auf seinen Raketenwerfer. Gut, okay. Wir sind noch bei 45% Hülle. Unsere Bombe ist angekommen. Extremst geil. Dann geht die nächste dahin. So, Systeme sind hier repariert. Dann gehst du mal rüber hierhin. Oxygen ist bei 94. Dann powern wir die Medbay Nummer 1 hoch. Oh, puh, zum Glück scheitert er an unseren Schilden. Seine Strahlenwaffe ist beschädigt. Das gilt für viele Leute hier jetzt übrigens ja auch so als die schwierigste Phase in dem Spiel. Wir haben es geschafft, dass er nur noch uns mit einer Drohne angreift, so wie es aussieht. Das Problem ist, dass die Verteidigungsdrohnen nicht auf gegnerische Drohnen feuern. Gut, die Schilde halten. Die Schilde halten. Schicken wir die drei doch hier rein. Irgendwie ist das Feuer da ausgegangen. Und die Waffen scheinen noch zu funktionieren. Fuck. Wir müssen sein Drohnensystem weiter in Schach halten.
mit den Ionenkanonen. Wir könnten jumpen, das werden wir natürlich nicht machen. So, dann ist jetzt da sein Raketenwerfer schon mal beschädigt. Das scheint aber nur die Feuerrate zu beeinträchtigen. Schieß mir doch mal. Ja, der Raketenwerfer, der müsste jetzt komplett down sein. Ja, genau, da ist er, komplett down. Dann schick mir die Bombe hier rein. Oh je, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schieß mir die Bombe hier hin. Mit dem Power Surge schießt er jetzt gleich in alle Richtungen. Er hat zum Glück nicht viel getroffen. Unsere Bombe hat offenbar... Ja, unsere Bombe ist angekommen. Sehr geil. Ich muss das hier mit viel Pause machen, denn ich muss auch die ganze Zeit überlegen, ob ich irgendwelche Systeme umstelle. Ich denke, er hat eben daneben geschossen. Wenn die Schilde wieder auf 3 hoch sind, werden wir den Antrieb ein bisschen runterpowern. Und den Sauerstoff nochmal hochdrehen. Irgendwie haben wir hier noch wenig Sauerstoff drin. Ach nee, wir haben über 90%. Aber wir können die Medbay nochmal eins hochpumpen. Jetzt sind seine Drohnen wieder am Start, du dumme. Und das könnte jetzt nochmal gefährlich werden. Das könnte jetzt nochmal gefährlich werden, denn die ziehen natürlich massiv Schildenergie ab. Ich brauche meine Sensoren wieder. Hier kommt irgendwas angeflogen. Oh shit, das ist eine Drohne, eine Angriffsdrohne. Okay, dann nimm mir den aus der Waffenbay raus und dann wird Willow mal sich gerade auf den Weg in die Medbay machen. Ja. Willow hier rüber. Oh shit, die Türkontrolle ist ausgefallen. Bei uns versagen alle Systeme. Seine verdammte Scheiße. Oh, jetzt kommt die Beam-Attacke nochmal dazu. Oh, verdammte Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ja, aber seht ihr, meine Schilde waren oben und die Drohnen schießen den Scheiß wieder runter. Fuck. Du musst dich um das Türensystem kümmern. Du musst mit an das Drohnensystem ran. Wir brauchen eine Defense-Drone. Schilde sind schwer beschädigt. Keine Zeit. Hier müssen alle Mann an die Schildgeneratoren. Das da werden wir schon wieder nicht schaffen. Das ist einfach unglaublich. Es ist zu krass. Es ist zu krass. Die Waffe da oben ist wieder repariert. Hat er mir jetzt eine Bombe rübergeschickt? Okay, die Bombe ist im falschen Segment angekommen, aber sie ist angekommen. Du musst das... Ja, die hat aber offenbar überhaupt keinen Schaden gemacht, wenn ich das richtig sehe. Kann ich hier schon hochpowern? Nein. Ah, fuck. Fuck. Die Medbay muss laufen bleiben. Sonst krepieren meine Leute. Oh shit, jetzt hat er auch noch die Medbay erwischt. Oh scheiße, das werden wir nicht überleben, Leute. Das überleben wir nicht. Wir überleben es nicht. Keine Chance. Jetzt kommt noch der Power Surge dazu. Ach du meine Fresse. Hier ist jetzt der Eindringling. Nimm den Mantis mit dazu. So, die Drohnen sind wieder da am Start. Wir müssen die Bombe darüber schicken. Und wenn diese Bombe jetzt da verfehlt, sind wir zerstört. Wenn die Bombe verfehlt, sind wir im Arsch. Und sie kommt nicht an. Sie kommt schon wieder nicht an. Unglaublich. Unglaublich, die Bombe kommt nicht an, weil er meine Waffensysteme in dem Moment ausgeschaltet hat. Wir haben zwar seine Waffensysteme zum Teil ausgeschaltet. XCOM muss rüber. Uns versagen alle Systeme. Willow muss...
auf jeden Fall die Medbay reparieren, bevor meine Leute schimmen. Ja, das war's. Leute, ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Es ist unglaublich. Es hat so gut angefangen. Es hat so gut angefangen. Und woran ist es gescheitert? Ich weiß es nicht. Verdammte Axt. Ich konnte seine Systeme nicht ausschalten. Er hat mir permanent die Schilde runtergebrezelt. Ich konnte nichts machen. Es tut mir leid. Ich werde mein Bestes geben beim nächsten Mal. Es hat Spaß gemacht mit euch. Es ist echt scheiße. The CorkGen war eigentlich gar nicht so schlecht, aber immer noch die beste Crew war auf der IRS-Popo-Schmuse unterwegs, glaube ich. Wir haben die meisten Beacons explored, also die meisten Gelände oder wie auch immer das heißt, erkundet. Hier seht ihr übrigens meine beiden anderen Versuche, das Schiff in die Luft zu jagen. Unglaublich, unglaublich. Ich muss das doch irgendwann mal schaffen, oder? Vielleicht werde ich es euch nochmal zeigen können, aber das da... Also ich bin jetzt gerade schwer enttäuscht. Hätte ich doch auf seine Schilde schießen müssen? Ich glaube, es war bis zur fünften Minute oder so lief es sehr gut. Bis zur fünften Minute lief es sehr gut. Und dann auf einmal unsere Schilde weggeschossen. Unsere Schilde konnten sich nicht wieder regenerieren und dann halt mit den Bienenattacken gnadenlos reingebrezelt. Dann haben bei uns alle Systeme versagt. Dann hat er mir natürlich genau in dem Moment, als ich die Bombe hier rüber schießen wollte, um seine Drohnensysteme nochmal anzugreifen, da ist er dann auch hingegangen und hat mir meine Feuerbombe ausgeschaltet. Ja, kannst nichts machen. So ein Scheiß. Ich gehe in den Hangar. Ich muss gucken, ob ich irgendwas Neues an Schiffen habe. Aber ich glaube nicht, ne? Ja, hier habe ich noch den Soltan Cruiser, glaube ich. Ja, müsste der Soltan Cruiser sein. Den habe ich mal freigeschaltet. Vielleicht versuche ich es mal mit dem Ding. Ich weiß es nicht genau. Ansonsten. Robotic Warfare. When the Angry Cruiser have 3 drones functioning at the same time. Ja, die habe ich doch, oder? Ne? Unlocked on easy, unlocked on easy. Ah, das heißt, ich kann Typ B spielen. Ist ja witzig. Das Teil ist übrigens auch krass. Hat eine Antipersonendrohne, also um sich gegen Eindringlinge zu wehren. Zwei Systemreparaturdrohnen und nur ein einziges Crewmitglied. Das ist halt auch sensationell. Aber sieht cool aus, oder? Oh, das sieht echt cool aus. Hat eine coole Ausgangsbewaffnung mit Heavy Laser und Ionenkanone. Aber es hat übrigens keine Sensoren, was auch echt krass ist. Ja, es hat gar keine Sensoren. Echt übel. Mit dem Teil braucht man Schnecken, habe ich den Eindruck. Okay. Ja, ansonsten hier, es hat gut funktioniert bis zum letzten Sektor. Ich weiß nicht. Ihr werdet mir sagen, woran es gescheitert ist und ich freue mich auf eure Tipps, wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.